So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wer mich kennt, der weiß, der Ramses ist immer sehr ernährungsbewusst unterwegs, ne? Der kocht jeden Tag frisches Gemüse und der Ofen kommt schon gar nicht mehr hinterher, ne? Die Wohnung ist am Brennen, 24 Stunden, was aber für den kleinen Mann, wenn man doch mal keine Zeit hat, großartig aufzutischen und zu kochen, man kann sich auch mal im Supermarkt Fertigware gönnen. Beziehungsweise, was heißt Fertigware, keine Ahnung. Mögt ihr Hotdogs? Ihr wisst alle, in jedem großen Football-Spiel kommt der Hotdog-Verkäufer durch, Hotdogs, frische Hotdogs, läuft da rum mit dem Kasten um den Hals und wirft die Hotdogs den Leuten in den Mund, also das ist richtig toll. Hat euch auch schon mal jemand einen Hotdog in den Mund geworfen, dann schreibt's mal in euer Testament. Nee, aber wir haben jetzt auf jeden Fall was gesehen im Kaufland. Ich kenne nämlich eigentlich nur diese Billig-Hotdogs, die in dieser Kunststoffpackung, zwei Stück nebeneinander verschweißt sind, ihr macht das auf, ihr habt da so ein lappriges Brötchen mit einem Schniedelwutz drin, vielleicht noch Käse drumherum, da ist nichts drauf, da ist nichts drin, das ist einfach nur so. Kann man sich natürlich selber dann 2 Millionen Soßen drauf basteln und diese Zwiebeln, Röstzwiebeln drauf basteln und dann schmeckt das ja auch für zwischendurch, wenn es richtig schnell gehen muss. Bei Burgern gibt es dasselbe auch, 2 Burger ohne was, aber bei Burgern wurde schon immer ausgeholfen, es gibt auch Burger mit was. Burger so vakuum versiegelt und verschweißt, dass ihr die in so einem Luftpolsterbeutel in die Mikrowelle packt, warm macht und dann schmecken die wie bei McDonald's. Also besser als wie bei McDonald's, sondern halt richtig genial, so richtige Restaurant-Burger. Jetzt haben wir es gesehen, wir war mit Pupsi, weil alleine gehe ich ja nicht aus dem Haus, haben wir was gesehen im Kaufland. Und im Kaufland gab es jetzt keine Billig-Hotdogs, sondern ich habe richtig heftige Hotdogs gesehen. Das seht ihr jetzt hier, richtig heftige Hotdogs hier fürs Thumbnail. Oder für auch fürs Nicht-Thumbnail, keine Ahnung. Wir haben nämlich einmal hier diesen Hotdog Danish-Style, ne? Nicht Döner-Style, Hotdog Danish-Style. Der dänische Stil mit Remoulade und Gewürzgurken. Den wollen wir jetzt mal probieren und mal warm machen. Und wir haben gleichzeitig auch noch den Hotdog Hot Chili mit scharfer Salsa und Jalapenos. Jetzt weiß ich nicht, wie man das macht. Wenn wir das mal rumdrehen und euch den Kopf umknicken nach da, haben wir also 4 solche Packungen. Und wir müssen hier, da steht es glaube ich irgendwo drauf, bin ich jetzt doof? Ich dachte, ich habe... Ach so, hier oben. 600 Watt, 1 Minute in der Folie. Ihr macht also, glaube ich, macht man das schon auf? Ich weiß es nicht. Glaube ich, versau's gerade. Macht man den auf und tut den genau in der Folie. Ihr nehmt den also, glaube ich, raus und diesen Folienbeutel könnt ihr dann in der Mikrowelle warm machen. Jetzt habt ihr das hier, das ist dieser scharfe. Das stellen wir wieder zurück. Wir gucken uns kurz den anderen noch an, wie der andere aussieht. Der Dänisch, da dürften ja nicht so fette, große Jalapenos drauf sein. Wenn wir den Dänisch aufreißen, haben wir beim Dänisch Dog, zack, fast dasselbe Bild. Hier sind aber ganz viele, was ist denn? Haben aber hier richtig aufgeplustert alles, alles schön luftdicht verpackt. Haben da Remouladen. Röstzwiebeln, genau. Röstzwiebeln drauf. Das habe ich doch gesucht. Wir haben jetzt hier Röstzwiebeln drauf, ganz viele. Hier seht ihr also die scharfen Jalapenos. Scharfen Dip oder Soße ist jetzt unten drin. Hier habt ihr den mit ganz viel Röstzwiebeln und Remoulade sollte da dabei sein. Auf beiden sind natürlich Gürkchen drauf. Die machen wir jetzt mal warm und melden uns gleich zurück. Und gucken dann mal, wie es schmeckt. Ihr habt da jetzt nochmal besseres Thumbnail. Adi. Peace. Ja, okay, dann halt nicht. So, die Hotdogs sind jetzt also fertig, ne? Die sind jetzt beide in der Mikrowelle gestanden. Das ist deutsch.
Der Beutel war ultra aufgedunsen und dann hat es Schläge getan. Schläge muss geben, wie beim Asitoni. Dann ist alles geplatzt. Also die Beutel haben ihre Luft verloren. Jetzt müssen wir die Beutel nur noch aufschneiden. Müssen den Sack nicht zumachen, sondern den Sack aufmachen. Holen also das Schälchen raus gleich. Ziehen einmal das raus. Das dürfte der Dänisch sein, der dampft. Der schöne dänische Dampf. Und dann haben wir den anderen natürlich mit den Jalapenos bei und der scharfen Soße. Der dampft vielleicht auch ein bisschen. Am besten nie wieder was im Ofen machen, immer nur so, dann sieht das auch gut aus. Jetzt habt ihr die hier also fertig. Der dänische und der Hot. Die müssen wir jetzt nur noch probieren, auch wenn die jetzt knüppelheiß sind. Aber ich sehe, der Akku ist gleich leer von der Kamera. Ich möchte eigentlich mit dem Dänischen anfangen, damit der Schafe nicht den Geschmack von dem Dänischen kaputt macht. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da jetzt rankomme. Es ist halt einfach alles Pudding. Alles weich, alles matschig. Also eine Minute in der Mikrowelle im Frischhaltebeutel ist bei den Burgern irgendwie besser. Die Burger, die schmecken, die so gemacht sind, in solche Beutelchen drin dann, die sind auf jeden Fall immer richtig genial, vom Geschmack her. Wie hier der Geschmack ist, kann ich euch jetzt gerade noch nicht sagen. Oh, was ist das für ein Rumgefriebel? Lass doch mal los. Irgendwann bist du eh dran. Ich sehe schon, dass gleich der Akku leer ist und ich noch nicht gegessen habe. Und den müssen wir jetzt auch hier erstmal anheben, mal locker machen. Das ganze Brötchen reißt einfach auf. Guckt euch das lieber nicht an. Ich will nur den anheben, dass ich den hier von dem Papp wegkriege, aber er reißt einfach so auf, dass alles unten hängen bleibt. Also festgebacken, könnte man sagen. Ihr kommt wieder zurück, ihr kommt wieder hoch. Ungefähr so, genau. Wir probieren jetzt einfach mal den Dänen. Der müsste jetzt, der dampft zwar immer noch und ist heiß, aber egal. Oh! Alles ist gut. Eischatz! Eischatz! Da ist auf jeden Fall was drauf. Schmeckt. Aber die Konsistenz halt. Ich glaube, bevor ich mir so einen hole, kann ich auch einfach diese ganz billigen nehmen und trotzdem selbst ein paar Röstzwiebeln drauflegen. Dann habe ich dasselbe, dann schmeckt das auch so ähnlich. Ist halt alles unglaublich weich. Geschmacklich kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Bevor das jetzt aber wirklich ausgeht, probieren wir mal den scharfen und gucken mal, ob der wirklich scharf ist. Mit scharfer Salsa und Jalapenos. Man merkt auf jeden Fall die Jalapenos. Das ist sehr cool. Ich liebe Jalapenos. Also Schärfe ist da. Geschmack ist auch da. Es ist aber halt wirklich alles einfach nur matschig und puddingmäßig. Und wenn ich sehe, dass ihr theoretisch für ein so eine Packung so viel bezahlt, wie ihr bei den anderen schon zwei Hotdogs kriegt, glaube ich, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis an sich jetzt nicht gegeben. Ist okay, kann man mal testen. Ich würde aber trotzdem in Zukunft dann lieber diese zwei eingeschweißten kaufen. Eine Packung Röstzwiebeln dazu. Die Röstzwiebeln, die könnt ihr jahrelang benutzen. Immer wieder, wenn ihr Hotdogs habt, auf die Hotdogs drauf. Das ist eine Investition, die lohnt sich auf jeden Fall. Oder woanders noch draufpacken. Habt ihr auf jeden Fall mehr rausgeholt, weil ansonsten ist jetzt nicht so viel drauf. Und Jalapenos, ein Gläschen da. Ihr habt auf jeden Fall trotzdem mehr davon, wenn ihr euch das selber macht. Wie so oft im Leben.
Klingt wieder richtig dumm. Ich werde den Rest jetzt hier noch essen. Wenn ihr die auch schon mal gesehen habt, oder wenn ihr noch andere kennt, Danish Dog, Hot Dogs aus dem Kaufland, oder hier, Hot Chili, Hot Dog, Danish Style, Hot Chili Style, sah gut aus, probiert, ist okay, aber man kann den normalen Hot Dogs treu bleiben und die sich selbst belegen, so wie man möchte, hat man auch noch mehr Freiheit, noch mehr Bastelei. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.